Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Torghast-Video präsentieren. Heute wollte ich euch mal meinen Run zeigen für das Achievement Makellos Kaltherz. Dafür müssen wir die Ebene 16 in Kaltherz einmal durchlaufen und zwar mit 5 Diamanten bzw. was 200 Punkten entspricht. Das Ganze ist jetzt nicht wirklich ein Guide-Video, sondern einfach so ein Walkthrough, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe auch schon ehrlich gesagt in der Aufnahme nicht mehr gerechnet, dass ich schaffe. Ich habe ein bisschen gestruggelt. Mit dem Gear bin ich zwar schon halbwegs okayisch weit oben, ich habe aber blöderweise noch kein Set, deswegen habe ich es mit den alten Items gespielt, hier mit diesem Bloodlink Set-Bonus quasi, also nicht mit dem aktuellen, ging aber ehrlich gesagt auch. Und ja, wenn ihr ein bisschen Gefluche hören wollt, dann ist das wahrscheinlich der richtige Run. Ich bin dann einfach reingestartet, hatte davor die Runs ein bisschen gestruggelt, schon bei den ersten Mobs, weil die mich relativ schnell runtergehauen haben. Hat aber tatsächlich trotzdem geklappt und ich würde sagen, wir schauen mal einmal in den Run rein. So, komm, ich nehme das zwar jetzt auf, aber wir gehen jetzt rein, das wird eh wieder nichts werden. Kein Bock jetzt wieder die ganze Animoderation zu machen, für nichts und wieder nichts. Sonst müsste es halt dann irgendwie zusammenschneiden oder so. So, wir nehmen jetzt am besten nochmal diesen einen Effekt. Aber ich werde mir das jetzt mal überlegen, wie viel können wir denn. Haben wir einen Binder? Haben wir die Agenten dabei? So, wie wir das jetzt machen. Wir backen jetzt. Wie viele Agenten? Sind das mehrere Agenten? Ne, das ist nur einer. Da schon wieder diese komische Void. Seht mir, wie die mich einfach so schon runterklopfen. Die machen aber auch wesentlich mehr Schaden als in der anderen Zone drüben. Also zumindest kommt es mir so vor. Jetzt bin ich schon wieder gefeiert wegen dem Zeug, ne? Aber das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, du kannst nur Endeffekt ungezwungen dunkler Attraktiv erleidet ihr 30% weniger Schaden durch Flächen. Das nehmen wir doch mit. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Doch gar nicht so schlecht. Soll ich jetzt hier einen großen Pull machen? Fuck, ich bin schon betäubt hier. Starkt in Dunkelheit. Sehe jetzt halt nichts mehr. I don't know. Ich bin gerootet. Der Schlund. Hat doch funktioniert, die sind alle tot, ne? 9% mehr Mastery. War gut. Machen wir mal hier diese Welle mit. Gegner, der wird unterworfen, weiß nicht, wie ich das haben will. Das mit diesen Kernen, ne? Manchmal lösen die halt auch nicht aus. Super. Achso, das ist das eine, das habe ich jetzt nicht genommen. Gut, ich bin jetzt ein bisschen in dem AE-Dings. Ah, das ist gar nicht schlecht. Es ist zu lang. Ich danke euch. Gar nicht schlecht. Und jetzt lasst uns Warwick suchen. Ich glaube, manchmal kannst du den 4 absichtlich auslösen, dann kannst du nicht mehr kriegen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wisst ihr, bei einem einzelnen Mob den 4 auslösen, sich runterdroppen lassen, dann hast du den Debuff. Achso, den habe ich jetzt übernommen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kann ich bei einem großen Pull nicht gefeiert werden. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm, ehrlich gesagt. Schon mal bester Try bisher, ja. Ist halt wirklich so. Ich hab Inka in einer Minute wieder. Wisst ihr was? Ich hau die jetzt ein bisschen runter.
und schaue, dass mein Proc dann kommt. Aber am besten, wenn nur noch ein oder zwei über sind und dann mache ich einen großen Pull. Ihr habt viele dunkle Geheimnisse. Also echt kein Damage. Kann ihn nämlich dann hier den Dings rein jolon. Wir haben ewig Zeit, euch kennenzulernen. Jetzt schaue ich, dass ich den 4 krieg. Jetzt habe ich den 4 absichtlich getriggert. Jetzt kann ich nämlich 2 Minuten lang nicht mehr kriegen. Ich glaube, so musst du es mit dem 4 spielen. Weil wenn du dann großen Pull machst und dann in der falschen Sekunde gefiert wirst, ist halt Feierabend, ne? Okay, jetzt heile ich mich kurz hoch. Also wahrscheinlich wird es jetzt von der Zeit halt nicht ausgehen, wenn ich solche Spirenzchen hier mache, aber wir gucken jetzt einfach mal. Ja gut, das sind jetzt hier nicht mal sonderlich viele Mobs, ne? Alter, das haut halt richtig raus, ne? Mit dem ganzen Zeug, was ich jetzt geskillt habe. Okay, die habe ich richtig zerstört. Wie viele Kerne hier einfach sind. Warte mal, habe ich den Elite-Mob übernommen? Etwas Neues. Ich nehme das Ding. Ich könnte mich zwar jetzt auch immunisieren, was auch sehr strong wäre, aber dieses Non-Caster-Ding ist eigentlich auch recht nice. Da müssen die Mobs zu mir herkommen. Mal so ein Ding. Ich habe jetzt 7 Stacks, ne? Erlittener Schaden geht da halt runter. Was ist denn das hier für ein Teil? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn ich da drauf achte und das immer quasi pre-proc. Super, jetzt habe ich hierfür halt gar nichts ready. Wie viele? Das sind jetzt ewig viele Elite-Mobs, ne? Scheiß drauf. Vor allem, ich habe mein Ding nicht gepre-proc'd. Wird jetzt ätzend. Jetzt gefiert wäre, dann habe ich ein Problem. Fuck. Leider noch nix. Muss die einmal resetten. Heilen sich die dann wieder hoch? Will jetzt nicht rippen, ne? Fuck, die sind wieder vollgeheilt. Ja, gut. Also jetzt hab ich meine Darkness wieder ready. Darkness haut die Mobs so runter. Das ist echt krass. Sehe zwar jetzt nicht mehr, wo die Mobs sind. Ich habe mich jetzt übelst Zeit. Also Zeit wird richtig schlecht sein. Aber ich versuche es jetzt einfach mal vorsichtig zu spielen. Vielleicht reicht es ja. Ich habe ja dieses pulsierende Damage-Ding auch noch, ne? Das macht auch ganz gut Schaden. Habe ich dann auch gleich Inka wieder. Aber ich, im Verhältnis zu dem anderen Teil macht das hier auch viel mehr Schaden alles, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Im anderen Teil war es irgendwie gechillter, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht sind es hier einfach auch größere Packs, ne? Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ich will jetzt eigentlich meinen Proc nochmal holen und dann gleich einen großen Pull machen. Also den Dings-Proc raushauen.
Wisst ihr, was ich meine? Ich töte jetzt ein, zwei. Dann will ich meinen Proc auslösen. Jetzt töten die, hauen die mich nicht mehr runter. So kriege ich meinen Proc nicht ausgelöst. Hm. Aber wenn in der Fläche stehen bleibt, das bringt mir auch nichts. Was habe ich denn jetzt hier? Na gut, da sind jetzt halt nicht mehr viele Mobs, ne? Das bringt eigentlich nichts, da das Ding jetzt zu ziehen. Zieh es lieber in den nächsten Raum. Da habe ich nochmal einen Agenten. Ah, nein, ich wollte nicht die Darkness ziehen. Fuck it. Ich habe das Falsche gezogen. Ich wollte diesen einen Übernehmungsding ziehen. Shit. Das war jetzt dumm. Danke dir fürs Followen. Naja, zum Glück bin ich nicht gestorben. Eigentlich wollte ich das jetzt beim Boss ziehen. Ja, das ist schöne Scheiße. Da war nämlich gerade, habt ihr das gesehen? Da war nämlich gerade dieses Übernehmungsding über dem Darkness-Teil. Dann drücke ich und dann ist das verschwunden. Und hab das andere gezogen. Dass das dann nicht nochmal ein anderer Button ist, sondern dass das immer switcht, das ist halt total behindert. Das ist total behindert. Da hab ich halt das Darkness-Ding nicht für den Boss. Wie lange ich jetzt hier gebraucht habe. Weil eigentlich kann ich die Inka hier jetzt auch ziehen, die ich mir jetzt gespart habe. Ich habe jetzt halt hier das komplett ausgemaxt. Ist halt jetzt ein bisschen wasted wahrscheinlich. Ich glaube, ich nehme das Phantasma. Da ist er. Und er hat noch all seine Gliedmaßen. Zorn, endlich. Danke für eure Unterstützung. Wir sollten in Zukunft wohl etwas vorsichtiger sein. Was, wenn ihr einen neuen Stock im Turm des Kerkers erklimmt, erhaltet ihr zusätzlich 50% 15 Schaden und Ding, aber dafür Gesundheit geht runter. Komm, wir nehmen das mal. Scheiß drauf. Mehr Damage. Haben wir halt weniger Leben. Naja, Ermächtigungswunde, 12 Minuten haben wir für den ersten Ding gebraucht. Das ist halt nicht gut. Das ist halt nicht gut. Da die Frage, ob wir die hier mitziehen können. Schauen wir mal, ob wir da oben den großen Bull hinkriegen. Keine Elite-Gegner, ne? Ich bin schon gefiert. Fuck, ich bin ins Nirvana gefiert. Weiß nicht, wo ich jetzt nur hinlaufen kann. Okay, das war nicht worth it. Na, das war es nicht wert. Aber was will ich machen? Das Ding ist gekappt, ne? Ich muss es halt fast ziehen. Ausweichchance erhöht, das ist eigentlich auch bad. Das ist halt auch das Problem. Du hast den Effekt gekappt, ne? Und es kommen halt einfach nur drei Packs, die du nicht weiter ziehen kannst. Kannst es halt ewig delayen. Und dann ziehst du es halt gar nicht. Oder du ziehst es halt dann für 5 Mobs und du kriegst dann halt irgendwie 2%. Deswegen hasse ich Kaltherz. Da wären halt ein paar mehr gewesen, ne? Das sind jetzt auch nur 6-7 Mobs hier oben. Dafür hätte ich es vielleicht ziehen können. Wahrscheinlich kann ich die beiden da auch nicht reinziehen. Aber ich habe jetzt schon 700 Phantasma, ne? Also schon ziemlich viel tatsächlich. Die könnte ich halt inkern.
Warte mal, da sind schon wieder X-Agenten dabei, ne? Torgast soll euch. Das ist dieser Cleave, der extrem Schaden macht. Ne, obwohl, Hauen hat mehr Schaden gemacht als, als der Stuff. Einfach abwarten, bis es ausläuft. Ich laufe da jetzt nicht auf Risiko rum. Ich falle dann bloß runter. Da haben wir so wieder so einen Goldgoblin. Ich glaube, wenn du nicht killst und er sein Portal aufmachst, kannst du ins Portal reinlaufen. Das wäre vielleicht auch nicht so blöd. Also schon zwei von den Goblins. Oder musstest du da diesen Kern auf ihn draufschmeißen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie rum das war. Also gestorben bin ich noch nicht. Ich bin halt übelst slow. Also Zeit ist schlecht, Ermächtigungsbonus ist schlecht. Aber vielleicht reicht es ja trotzdem irgendwie. Haben wir wieder einen Agenten. Agent. Ich hatte den Kick auf Abklingzeit. Ach komm, sind die jetzt echt resettet? Das kann ich mir doch nicht erzählen. Der ist von da hinten bis hierher resettet. Der ist noch in Sichtreichweite und resettet einfach. Zwei Volts übereinander. Schauen wir mal, ich hoffe, da ist was Gescheites drin. Ja, komm, nehmen wir mal die Explosion mit. Vielleicht taugt es ja was. Vielleicht taugt das was. Da hinten können wir dann vielleicht wieder noch mal ein bisschen rein explodieren. Da wären jetzt relativ viele Mobs, auch ein großer, ne? Aber ich habe leider noch keine Cooldowns. Fuck, der hat mich gefiert, ne? Shit, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ich kann wahrscheinlich jetzt keinen Millimeter laufen. Ah, Boss ist irgendwie gestorben. Lolofax. Es hat irgendwie geklappt. Aber der ist halt resettet. Warum auch immer der jetzt resettet ist. Jetzt bin ich hier wieder komplett voll mit dem Balken. Den setze ich einfach im nächsten Raum ein. Wo bekomme ich eigentlich die Bauplan, wenn ich alle Chiffren geskillt habe? Den kriegst du einfach... den kriegst du, glaube ich, gar nicht ins Inventar oder irgendwas, sondern den kriegst du direkt bei der Schmiede gelernt. So war es zumindest bei mir. Das hat mich erst auch ein bisschen gewundert. Jetzt wieder rauslassen. Der Trade war eigentlich totaler Rotze. Dass ich die Typen übernehme, den nehme ich das nächste Mal nicht mehr. Der ist richtig, richtig bad. Dann kannst du die nämlich nicht wegleaven. Kann ich den noch mitnehmen? Dann kann ich das nochmal stacken. Na gut, es hält halt immer nur 5 Minuten, aber wenn du oft genug die Mobs tötest, kriegst du es halt gut hochgestackt, ne? Letzten Monat 11 auf 25. Das ist krass, ja, da hast du ordentlich was gemacht. Naja, 21% ist jetzt auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt, das geht schon. Jetzt muss ich hier halbwegs zügig sein, dass ich den Stack dann noch weiter krieg. Schon wieder Rotze hier. Sehe ich zumindest, was ich als Boss habe. Mit, das nehmen wir mit. Mit. Aktiviert eine Sekunde lang Magiewelle. Ich glaube, das war ziemlich strong, ne? Das nehmen wir mit.
30% schneller vergeht dann die Zeit, okay. Alles hat einen Wert. Das hier noch mit. Ich könnte dann eigentlich immer nur auf Dunkelheit den ganzen Damage draufdrücken und gut ist. Plasma. Warte mal, wir hatten hier noch eine Orb, ne? Dass wir die nicht vergessen. 100% mehr Phantasma. Ja gut, das ist jetzt eigentlich zu spät. Jetzt kommt noch eine Ebene. Das ist gleich am Auslaufen. Da muss ich jetzt gucken, dass wir noch schnell sind. Also jetzt könnte ich einen giga, mega, super, duper Pull bauen. Wenn da dann Viecher kommen. Okay, da hinten sind ein paar Viecher. Das ist halbwegs gut sogar. Leidet und geht zugrunde. Okay, die haben jetzt zerschnetzelt, die Typen. Das Problem ist, ich sehe jetzt nichts. Könnt jetzt weiterlaufen. Ah, okay, es ist zu Ende. Ich glaube, wenn du aus dem Combat rauskommst. Ich gehe jetzt mal voll auf Dunkelheitseffekte. Eigentlich ist das schon ganz nice. Wenn du... Weil mich macht die Dunkelheit an, ich muss eigentlich nur überleben und rotz halt raus ohne Ende, ne? Es ist irgendwo in der Nähe. Ich spüre es. Solange ich halt die Dunkelheit auf Abklingzeit habe, ist halt schwierig. Da muss ich dann halt gucken, dass ich nicht rippe. Irgendeine Scheiße drauf, die ich nicht ausweichen kann. Fuck, jetzt habe ich den Auto viel gefressen. Ich komme da nicht raus aus dem Einschlag. Ich Schaden jetzt schon. Die hochgebufft, der Kollege. Ich habe jetzt halt alles auf diese Darkness geskillt, dass die übelst rausrotzt, aber wenn ich nicht in der Darkness bin, kriege ich halt so auf den Sack, dass alles zu spät ist. Da muss ich halt echt aufpassen. Danke für eure Unterstützung. Ich überlasse euch jetzt dem, was ihr an diesem verfluchten Ort vorhabt. Weiß ich nicht, vielleicht klappt das sogar noch. I don't know. Jetzt halt jetzt wieder die Darkness. Shockwave. Der Schlund kriegt Leben. Ja, damit zertrümmere ich halt alles mal 75k DPS. Habe ich schon eine epische Fähigkeit? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kannst die auch ran. Ja, die Minimap kann ich ganz nah ranzoomen, das weiß ich, ja, da hast du recht. Oh, das mal mit der Zeit vergeht schneller. Muss schauen, dass ich den Stack jetzt nur oben halte. Da habe ich jetzt auf 20. Wo geht das Ding hier hin? Aktivieren. Ah. Ah.
Ah, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das macht gut Schaden. Ich würde jetzt hier runterspringen, aber ich bin mir sicher, dass ich dann RIP. Deswegen machen wir das lieber nicht. Weiß ich nicht, ob ich die alle zusammengezogen krieg. Der Kerkermeister hat euch im Auge. Eure Seele wird dienen. Der Kerkermeister spricht auf. Ich brauche meine Inke hier gar nicht. Schau mal, wie die Gegner sterben. Das ist ja nicht mehr schön. Ich brauche gar nichts ziehen. Ich muss nur die Dunkelheit anmachen und es ist einfach alles tot. Holy moly. Ich habe nicht mal Inke gezogen. Ich habe einfach nur Dunkelheit aktiviert. Das hat innerhalb die Schattennova hat einfach 81k Damage gemacht. Eigentlich kann ich meine anderen CDs zwischendrin immer ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich hätte ich sie für den Boss ziehen sollen. Mist, ich hätte den Boss noch mit reinpullen sollen. Das wäre gut gewesen. Wird auf jeden Fall ordentlich gescheppert. Vielleicht schaffe ich es sogar noch, ganz ehrlich. Aber dann ärgere ich mich, dass ich den Anfang so verkackt aufgenommen habe. Oder es ist jetzt nur noch der Boss, glaube ich. Shit, ich beinahe den Einschlag hier, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur irgendwas liegen gelassen habe. Ich meine, ich habe alles. Alter, 49% Ermächtigungsbonus. Das ist halt richtig strong. 5 Minuten ist auch strong. Ich habe halt in der ersten Ebene ewig rumgemacht, ne? Das ist sogar echt strong. Der Ermächtigungsbonus. Das könnte vielleicht sogar tatsächlich noch was werden. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich kann 150 nehmen. Nein, hier gibt's einen T-Mog. Aber warte mal, ich kann danach ja noch hin, ne? Und das T-Mog holen. Muss auf jeden Fall die Ding überlassen. 150 habe ich noch, ja, das kann ich holen. Ah, die 5 habe ich jetzt nicht mehr. Das war jetzt dumm, ehrlich gesagt. Kann ich das nur vorher ziehen? Warte mal, ich hätte ja auch immer HT noch ziehen können, ne? Ich habe nie mein HT mitgenommen. Okay, also der Dunkelheit-Bonus ist so witzlos. Alter, ich hab's halt easy, 223, ne? Ach, blöd, dass ich den Anfang jetzt so... Nice, das Mount ist halt auch noch drin. Gut, dass ich den Run noch gemacht habe. Ich wollte eigentlich ins Bett gehen, ne? Trollo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 l. Ihr hättet sehen sollen, davor habe ich 3 Runs gemacht, wo ich, glaube ich, nach den ersten 5 Mobs immer gestorben bin und schon ein bisschen mad war. Mount einfach auch noch rausgezogen. Perfekt. Perfekt, das haben wir jetzt gekriegt hier. Ermächtigung war gar nicht so schlecht. Zeit ist auch gar nicht so schlecht. 24 Minuten. Ich habe Brandschatzer, Räuber, Retter, Draufgänger, Vernichter, Horter und Sammler. Ja gut, ja gut. Ah, nein, nein, ich wollte das T-Mog noch holen. Ich wollte das T-Mog noch holen. Ah, shit, jetzt bin ich weitergelaufen. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr zurück, ne? Nee. Sagt doch einer, geht noch. Ja, definitiv, das ist gut gelaufen. So, jetzt... Hä, was hab ich denn jetzt so komische Flügel? Irgendwas so illegalen Flügel. Alles klar. Ist das ein Bug oder gehört das so? Vor allem in der Katze, das sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Ah, das ist wahrscheinlich, weil ich vorher von diesem Dreadlord den Shit mitgenommen habe, ne? Ich darf jetzt einfach durchhau den Dings noch um, vielleicht kriege ich ja da noch einen T-Mog dann. Blöderweise habe ich das jetzt bei dem einen Händler... Was ist da? Das ist eine Kiste. Achso, das ist so eine Kackkiste, wo einfach nur ein Effekt rauskommt, die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Laufe ich einfach nur zum Boss und hau den noch um für T-Mog-Chance. Ich hoffe, hier geht's weiter. Ah ja. Alter, ja. Was zur Hölle habe ich den gerade weggeratzt?
Ja gut, seht ihr, wie viel Vollmond Damage gemacht hat? Ich habe einfach gerade 200k DPS gefahren. Das ist, also das, und ich habe nicht mal den Ulti-Bonus hier gezogen. Ledermaus-Katze, da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab. Schauen wir mal, ob der noch T-Mock dabei hat. Ne, der hat keinen T-Mock dabei. Komm, nehmen wir das hier noch mit. Den Damage. Wenn diese Dunkelheit hochbuffst, dann machst du natürlich richtig Schaden. Das hätte ich im anderen Flügel eigentlich auch machen sollen, fällt mir gerade so ein. So, okay. Komm mit. Soul Shape muss ich dann später auch nochmal abgeben. Jetzt warte ich noch kurz, bis das hier ready ist und dann rödeln wir da mal ordentlich rein mit Darkness und allem, was wir haben. Den Kollegen. Der wird dann weggerödelt, der Kollege. Schau es dir an, wie der Typ runtergeht. Jetzt hat er leider seine Immunisierungsphase, ne? Wo ich ihm keinen Schaden mehr machen kann. Wäre ich einen Ticken schneller gewesen, hätte ich ihn in 5 Sekunden weggerödelt, aber in der Phase ist er dann blöderweise immun gegen alles. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich ewig ohne Darkness-Phase die resten 10% zu töten. Einfach 200k DPS da drauf gehauen. Ist schon absurd. Und ist halt wieder nichts drin. Also die Dings zu machen hat sich ja irgendwie nicht rentiert. Gut, war doch ein schöner Run jetzt an der Stelle. Hätte nicht gedacht, dass das dann doch noch klappt. So, dann verabschiede ich mich auch für die kleine Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.